Ich habe ganz tolle Post bekommen. Hier. Schick, ne? Ja. Ich zeige aber nur das hier und dann kurz, wartet. Sekunde. Komm her. Das hier. Das hier. Schick, ne? Meins. Und dann das hier. Duftperlen, Duftkerzen. Und einmal dieses hübsche hier zum Wechseln für da. Schick, ne? Hier ist mein Pocket Letter von Steffi drin für den Advent. Und hier ist der Pocket Letter von Thalia drin. Ist halt nicht schön. Und den darf ich jetzt auspacken. Die Geschenke darf ich ja nicht aufmachen, aber den Pocket Letter selber mache ich auf. So, Sekunde. Das hier ist nämlich schön zugebunden. Muss ich kurz aufschneiden. So. Da ist er. Das andere. Oh, süß. Das andere lasse ich da noch drin. Also das hier lasse ich noch drin. Ich zeige euch das mal. Das ist eine schöne Box. Das hier, das lasse ich da noch drin, weil das darf ich ja noch gar nicht. Das ist ja nur für den Advent, ne? Natalia, alles selber ausgesucht, jawohl. Aber aufmachen darf ich schon mal. Und ich bin so gespannt auf diesen kleinen Pocket Letter. Die Süße ist nämlich erst drei. So, ich mach mal auf. Ganz vorsichtig hier. Das Papier ist ja auch wieder toll. Dieses Rentierpapier war ja auch schon ganz toll. Die Spannung steigt. Also Mama, da ist es aber richtig gut zugeklebt. Ich komme ran. Och, guck mal, ist das schönes Gebamsel. Ich mach den jetzt mal auf. Och, ne, ist der schön. Gott, guckt mal. Och, ne. Könnt ihr das sehen? Ein Rentier. Selber angemalt. Oh, und ganz schick hier mit Aufkleber. Und da hat sie aber ein hübsches Washi-Tape benutzt. Guckt mal. Da sind Schneemännchen drauf, Weihnachtsmann, Rentier und Tannenbaum, hier unten so eine schöne Eule. Ach Gott, nee, ist das ein schöner Pocket Letter, der ist ja richtig toll geworden. Ach, da freue ich mich jetzt aber ganz toll. Na, du musst da, so, du musst da so rein, ja. Oh, was ist das denn Schickes? Das ist so ein. Ich muss das mal rausholen. Also wenn ich das jetzt raushol, kriege ich das bestimmt nicht wieder reingefummelt. Ich lasse das da drin. Da ist so ein Schüttelfenster. Total schön. Oh. Ist das nicht goldiges Pocketletterchen? Da geht einem doch das Herz auf, oder? Hier oben so ein schönes Band. Und dann hier überall Eulen. Sie weiß ja auch, ich mag Eulen so gern. Und dann so liebe Eulen so drauf. Guck mal, sind die nicht lieb? Und hier auch so ein ganz tolles Klebeband. Und die Glöckchen, die passen hervorragend zu dem Rest. Richtig toll. Der kommt aber über meine Adventszeit schön an die Wand. Neben Mamas Adventskalender. Den packe ich aber erst später auf. Aber bei dem konnte ich nicht warten. Das ist so ein. Ja, ich will Pocket Letter. Schön, oder?
Und tolles Papier hat sie da ausgesucht. Das sieht wirklich aus, als ob das Rentier so in dem Sternenwald steht, finde ich. Richtig schön. Ich bin hier so der Sammler der ersten Originale, so ungefähr. Ich habe das allererste Pocket Comic. Ja. Ich habe das allererste Rentier von Thalia. Schick, schick. Und die Bamseln hier, ne? Das passt irgendwie voll richtig gut zu diesen dicken Glocken, die hier am Hals hängen. Oh nee, wie niedlich gemacht. Dankeschön, Thalia. Da freue ich mich aber ganz, ganz toll. Hast du richtig toll gemacht. Ja, genau. Mach schön, schön weiter so. Ach nein, wie süß. Ich bewundere immer noch so ein bisschen. Tja, also wenn ich das Rentier angucke und die Leute, die Glocken glitzern, so, dann habe ich wirklich so Weihnachten im Kopf. Richtig schön. Ach nee. Dieser Puffy-Sticker, der ist ja faszinierend. Da fühle ich mich richtig geschmeichelt, dass ich den gekriegt habe, diesen Puffy-Sticker. Könnt ihr das so richtig sehen, so? Die schönen Eulen, die Farben. Und das glitzert und glimmert aber auch. Ist toll, oder? Mag man gar nicht glauben, dass die kleine Maus erst drei ist. Hein? Ja, genau, erst drei ist und dann schon so einen schönen Pocketletter bastelt. Dankeschön, meine Kleine.